extravagant. Willkommen zurück. Der Zwerg ist krank. Oh, du klebriges Karamellbonbon. Der alte Uli hat mir viel über Zwergenkrankheiten beigebracht. Auf zu den Waldzwergen. Oh, du verkohlter Napfkuchen. Das ist ein ganz schlimmer Fall von Zwergenschnupfen. Sag ich ja, ganz schlimm. Aber keine Sorge. Der alte Uli hat mir auch dagegen ein Rezept beigebracht. Jerry, hilfst du mir, ein paar Zutaten für die Medizin für diesen armen Zwerg zu finden? Na klar. Nimm dieses Rezept. Gesundheit. Gesundheit. Ich warte im Café und werde alles vorbereiten. Auf dem Rezept findest du eine Liste der Dinge, die wir brauchen, um den armen Kerl wieder raus auf die Wurzelfelder zu kriegen. Dann gibt es auch endlich wieder Blausaft. Steinberg, wir werden dich im Nu wieder auf die Beine kriegen. Jetzt aber nichts wie zurückgerollt. Ich hab einen leckeren Butterblumenkuchen im Ofen. Dass das Rezept vom alten Uli etwas taugt. Etwas Pfeffer ist übrig geblieben. Hier. Ulis Medizin gegen Zwergenschnupfen muss in etwas Flüssigem verrührt und dann dem Patienten zugeführt werden. Und dann gibt es bestimmt bald wieder Blausaft. Ich bin doch schon da, Honig. Riecht aber gut. So, ich habe die Medizin reingerührt. Ob die so schmeckt? Ursula, du hast ja alles durcheinander. Oh. Blausaft. Das riecht lecker. Aber das ist doch nicht nur Blausaft. Da rieche ich doch noch was anderes. Na, da ist auch Zwergenschnupfenmedizin dabei. Oh. Und jetzt? Nehmen Sie doch einfach den Becher. Pah. Mit Zwergenschnupfen kann man sich gar nicht bewegen. Wenn du Ahnung hättest, dann wüsstest du das. Waldzwerge sind keine einfachen Patienten. Meine Arme sind schwer. Meine Beine sind schwer. Sogar meine Lippen sind schwer. So. Ja, so bekomme ich meinen Hustensaft auch immer. Einmal Blausaftmedizin gegen Ihren schlimmen Zwergenschnupfen. Sagen Sie A.
Blausaft. Das Original. Lecker. Sie kriegen schon wieder Farbe im Gesicht. Morgen steht die Ernte an. Sie sollten im Bett bleiben. Im Bett? Im Bett bleiben. Endlich schlafen. Ohne Zwergenhalsweh. Ohne Zwergenschnupfen. Und ohne Zwergenhusten. Genau. Anja, du musst zu Anja gehen. Das ist echt weit, wissen Sie? Im Stollen 47. Stollen 47? Dieser hier? Was? Warum haben Sie das denn nicht schon vorher gesagt? Zwergengeheimnis. Du musst zu Anja gehen. Sag ihr Danke. Ab morgen geht es wieder. Ab morgen geht es wieder. Blausaft. Ich hab's geschafft. Die Zwerge machen bald wieder Blausaft und Anja kann das Wipfelfest vorbereiten. Jetzt muss ich nur noch die Einladungen für das Fest abschicken. Willkommen zurück. Wegen des Blausafts. Wie wunderbar. Ullis Medizin wirkt bestimmt. Meine Kunden fragen schon seit Tagen, wann es wieder Blausaft gibt. Und für das vorgezogene Wipfelfest werden wir viel Blausaft brauchen. Bis später. Pass auf dich auf. Na, du bringst mir doch nicht meine Sachen durcheinander, oder? Oh, wer könnte dem kleinen Fratz schon lange böse sein? Ich habe ihre Nichte gefunden. Die kleine Ursula? Uhu. Eine Krähe hat sie angegriffen. Uhu. Wie geht es ihr? Sagt schon. Uhu. Sie ist wohl auf. Ich habe die Krähe vertrieben. Die Feder zeigt mir, dass du die Wahrheit sagst. Ich danke dir, Jerry. Du bist ein wahrer Baumläufer. So nennen wir Tiere, die anderen in Not beistehen. Uhu. Gute Arbeit, Jerry. Ich bin stolz auf dich. Ach, das war doch nichts Besonderes. Hängt ein Zettel. Dieses Käserad hat einer unserer Gäste liegen gelassen. Da es seit 3 Jahren vergeblich auf Abholung wartet, dürfen sich nun alle Gäste kostenlos bedienen. Liebste Grüße, Anja. Kostenlos? Super! Oh Mann, der Käse ist steinhart.